Herzlich willkommen zur sechsten Folge XCOM Enemy Within. Ja, nachdem es in den letzten Folgen ziemlich auf die Nase gab, werde ich mal versuchen, ein wenig vorsichtiger zu spielen. Ich würde auch einen Tipp geben, ich soll vielleicht meine Gedanken mal offenlegen, damit man weiß, warum ich was mache. Als Scope auf jeden Fall meinen Fernkämpfer, für Sniper. Also auf jeden Fall meine Gedanken auch in den Kämpfen vor allem offenlegen, damit man vielleicht besser versteht, warum ich was mache. Es hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass ich dann wohl selber bessere durchdachte Entscheidungen treffe, hoffe ich zumindest. Request Council Report 7 Tage 8 Materials Request from South America. Wie ist die Situation? Oh, ich bin nicht mal irgendwas auf Rot. Fehlgeschlagenen Bomben. Angriff. Marco has returned to duty. Sehr gut. Unser Guppy quatscht anwillig. Pending Requests. Ach komm. Ich mach das jetzt, wenn ich 200 krieg. Moment, was war das? Pending Requests? Brasilien, ne? Brazil. Launch Satellite. Wir haben no interceptors in range. Okay, jetzt muss ich also sozusagen, damit ich dort auch, wenn irgendwas auftaucht, dass ich mich auch abschießen kann, muss ich einen Interceptor hinschicken. Der braucht allerdings 3 Tage. So. Baracken. Higher Soldiers. Nämlich nur 9. Auf die 15 wieder hoch. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Alien Container. Okay, müsste noch sein. Ja, ich brauche mir mal die Alien Container, damit ich auch Aliens einfangen kann. Das habe ich jetzt super spät angefangen. Ja, jetzt ist schon mal was ganz anderes los. Ach, das ist schon fertig, okay. So, jetzt habe ich einen Nano Fiber Vest vom Manufacturer. Damit kann ich meinen Leuten ein Leben mehr geben. Beam Weapons. Machen wir die Sektoid Autopsie. We've made a number of interesting discoveries based on the autopsy results of the alien specimen you brought back. The research team is now referring to this particular variation as a sectoid. Based on the unusual structure of its internal organs, which we believe to be the product of genetic manipulation. As we've seen in the field, this species also seems to harbor some sort of telepathic ability. Also das habe ich jetzt angefangen, damit ich nach Möglichkeit ein bisschen davon profitieren kann, weil wenn ich die untersuche, bekomme ich ja Boni, die ich für meine Interceptors einsetzen kann, wo ich dann mal kurzzeitig besser treffen oder irgendwelche Sachen. Hab trotzdem Grade A bekommen. Ach, weil ich keinen verloren habe, deswegen. Aber ich habe einen. Und vor 305. Ich sollte bloß 210 kriegen, das verstehe ich nicht. Warum steht hier 305? Ich meine, mich stürzt nicht, wenn ich mehr kriege, aber mich wundert's. Ja, 200. Ich habe auch bloß die 220 bekommen. Hä? Das verstehe ich nicht. So, meine Leute sind ja schon wieder da. Memorial, wer fehlt mir denn noch? Rotfeder. Reaperman, Desert Fox 3. Nein, Frau. So, Customize.
Yes, Commander. Das könnt ihr auch hier auf Chinesisch stellen. Oh, Chinesisch gibt's nicht, wo ich eine chinesische Herkunft einstellen kann. Avanzo alle Positione. Так есть. Принято. Sì, comandante. Solid copy. Ha? Orden, comandante. Vege voi. Affirmativo. Sehr gut, ich lass mal auf Spanisch. So. Rotfeder haben wir damit. Reaperman. Ach Quatsch. Ah, schade, kurz, das geht nicht. Dit wäre auch zu schön gewesen. Also Steuerung, Zielsteuerung, V habe ich gerade versucht. Yes, Commander. So, das. Ich denke gar nicht mehr, was Reaperman für einen Helm hatte. Kriegt er halt mal den. Ich weiß nicht mehr, was er für eine Farbe hatte. Ich glaube, das hier hatte der, denke ich. Achso, das ist ja schon 3. Nein. Doch, 3 müsste es sein. So, was? Memorial, muss ich kurz nachgucken. Übrigens 2 ist tot. Rotfeder 1 ist tot. Und Desert Fox fehlt noch. Customize Desert Fox 3. Oh ja, mit Pornobärtchen. Komm. Nee, dieser Fuchs hat einen anderen. Dann nicht den. Und dann irgendwie die Farbe, glaube ich. So, Engineering. From what little I've seen of their technology, if the aliens were intent on conquering Earth, there's not much we could do to stop them. I'm guessing they have something else in mind. Commander, our current satellite uplink facilities are at full capacity. Schweiß. We should build additional uplinks as soon as possible to allow for new satellite deployments. So, build facilities. Satellite uplink fehlt mir. Wow, dafür haben wir noch Engineers. Oh shit. Und Power sowieso. 50 dafür. Nee. Hab ich momentan nicht. Ist das ein New Research? Was habe ich bekommen? Uplink Time. Genau, Aim. Jetzt kann ich, wenn ich das einsetze und baue, kann der, trifft er mal genau. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. So, mal 2 machen. Ah, dafür brauche ich Sektoid-Kropsis. So, meine Shiplist ist ready, okay. Scan for Activity. Ah, genau, jetzt habe ich das auch fertig. So, jetzt kann ich sozusagen einfangen. Ach, warum gehe ich jetzt zurück? So, Experimente hochfahren. The Council is requesting your attention. Secure transmission coming in now. Das ist der Terrorangriff. Reward Scientist. Wir haben schon Unreal Report für Hedge Attempt on an Autonomous Trend Military Convoy. Ah.
Die ersten Mal, wo die menschlichen Gegner auftreten. Interessant. Question about the cargo being moved. We need a supporters. Okay. We are confident that you will handle this matter with discretion. Edit Unit Loadout. Du kriegst nämlich den Arc Thrower, weil die eh relativ nah ran muss. So, Loadout. Du kriegst das Scope, um dir besser zu treffen. Customize. Clear Unit. Edit Unit, Loadout. Ich brauche hier noch meine Medikits wieder zwei dabei. Dann habe ich nur einmal eine Rakete dabei. Nicht so schön. Naja. Ich denke, das macht jetzt Sinn. Ein Heavy, ein normalen. So. So sollte die Aufstellung ganz gut Sinn ergeben. Das Schwierige an Snipern ist, die erstmal ein Stück hoch zu leveln, weil die kriegen dann später eine Fähigkeit, wo die auch laufen dürfen und dann immer noch schießen. Oder sogar zweimal schießen, wenn sie gar nicht laufen. Aber momentan. Frankreich. So, der Gubi ist wieder dabei, müsste eigentlich ein bisschen leichter fallen, weil er ja ultra gut getroffen hat. There's been widespread speculation about this ambush of a French military convoy, but we don't have much to go on. Our primary concern is the Council intel report indicating alien activity in the area. We need to secure the site and look for some clue as to what happened here. Objectives updated. They know their eggs. Wo gehe ich denn jetzt hier lang? Also die habe ich erstmal hingeschickt, damit ich mal hier ein bisschen reingucken kann, wenn es im Haus, ob da jemand direkt ist. Ansonsten bin ich mir gerade nicht 100%, werde ich wahrscheinlich hier auch nochmal den ins Haus, so ein Haus gucken lassen. Ich vermute mal, ich kann hier oben mal, wobei ich kann ja sogar relativ gut drauf gucken durch die Lichter. Die Oberlichter kann ich von hier unten hoch gucken. Hier könnte noch was sein. Ich werde vielleicht meinen Sniper wirklich da hochschicken. Rotfeder hat das Medikit dabei. Er hat auch ein Medikit dabei. Alla Orden, Kommandante. Ja, ein Italiener. Lustig. Also ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Mit dem will ich jetzt nicht dahin gehen eigentlich. Gehe ich dahin. Da ich hier keinen Zeitdruck habe wegen Meld oder irgendwas. Aber ist hier schön gechillt jetzt. Ich laufe nicht so weit vor. Die komischen Töne hier. In Bewegung. So, weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Mal hier so hin. So, irgendwie ein Konvoi habe ich, auf den ein Anschlag oder ein Angriff verübt wurde. Ich tue mal, um Technologie zu erbeuten. So, jetzt gucken wir dahinter. Auch nichts. So, dann komme ich auf jeden Fall wieder runter. Kletter ich mal hoch. Auch nix. Ich hatte eigentlich noch, dass die Seeker angreifen. Die müsste es inzwischen auch geben. Sollte es inzwischen auch geben, so rum. So,
Fällt mir ein, da sollte ich vielleicht meine Leute ein bisschen mehr beieinander halten. Wenn ich an die Seeker denke, die müssten jetzt ungefähr hier ankommen. Das sind nämlich Gegner, die aus dem Hinterhalt angreifen. Unsichtbar sich ranschleichen und dann angreifen. Was ziemlich gemein ist, wenn man die Leute nicht zusammen hat, weil nur Reflexschüsse sozusagen den kompletten Angriff verhindern können. Danach kannst du nur runterschießen und der Soldat hat schon Schaden genommen. Sprich, ihr merkt schon, nicht so wahnsinnig erstrebsam. Das sind Zinnmen, das sind schon mal keine Seeker. Der 60% Treffergenauigkeit. Komm, ich versuch's mal. Weil 60% eigentlich relativ gut ist. Anscheinend nicht. Und ich bin eben mal dort neben die. Also bin ich noch nicht sichtbar. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt einfach rübernehmen soll, sozusagen, um dort mit zu unterstützen. Wahrscheinlich schon. Hab's gehört. Door Breach, epic. Geht der dann hin? Overwatch dort. Aber der sollte ihn erst sehen, wenn er hier oben ankommt. Aus der Position. Oh, na herrlich. ...68 und 68, aha. 60, 60. Guck ich nochmal hier. ...68, 61. So, wenn man den Overwatch-Typen zu treffen. Gar nicht getroffen. Schuss hat nicht gesessen. In Bewegung. 53. 60, 60. Die dürfen sich nicht bewegen. Weil die anscheinend mich ankotzen. Oh, was? Das war schon mal ultra schlechter Anfang, obwohl ich versucht habe, möglichst sinnvoll vorzugehen, dass ich da oben einfach so, also einfach so umgeholzt werden kann. Und die treffen alle. Alle drei treffen, trotz Deckung und allem. Oh, so ein Mist. Weil ich irgendwo rausgehe. So werden wir so Run and Gun versuchen und dahin kommen. Diese können wir auf Overwatch. 89, komm, machen weg. Jawohl. Alle immer noch in voller Deckung. What the fuck ist hier? Oh, er hat 3 Schaden gemacht. Obwohl er nichts gesehen hat. Auch nichts sehen konnte. Jetzt kann der sich mal bewegen, das ist doof. Da ist wieder 4 Schaden, ey. Fuck. Those bodies don't look like they've been hit by alien weapons fire. These men were killed by conventional bullets. Oh fuck, da ist schon der Wolf Overwatch. Ah, shit, shit, ich muss wirklich mehr ansagen. Das krieg ich nicht mehr gebacken. Ich krieg's nicht mehr gebacken. Na, herrlich.
hoffe bloß, dass mir die Deckung dann reicht. Oh, shit. Das ist zumindest weit, weit weg erstmal. So versuche ich den mal einzufangen. 80%, komm, klappt. So, jetzt muss ich nur noch meine Leute heil hier rauskriegen, ey. Ah, schrecklich. Okay. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, fuck. Suppressed, okay. Das Problem ist, dass hier der Gegner noch steht, ey. Wenn ich dahin gehe, ist gar nichts. Wenn ich da hingehe und die Tür aufmache. Komm, machen weg mit fast 80%. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Also am Ende verliere ich bloß. Aber hier zu verlieren ist nicht so schlimm wie Dinge zu verlieren. Stabilize. Entschuldigung, ich bin nicht stabil, also kann ich zumindest die mitnehmen. Und rende zwei Leben. Boah, ein Leben. Komm auf die Filme nicht klar. Die sind so genau. Komm darauf einfach nicht klar. Warum drehst du dich jetzt in die Richtung? Das Spiel mag mich echt nicht, ja? Warum drehst du dich jetzt so andersrum, wäre es richtig gewesen. Komm, jetzt triff mal wieder was. Waffe leer, kann nicht angreifen. Oh nein, alles. Sorry Leute, aber ich glaube, auf Classic kann ich nicht spielen. Ich kann einfach auf Classic nicht spielen. Ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Ich weiß es nicht. Das Gefühl, ich habe nur... Also ich muss wahrscheinlich nochmal neu anfangen, weil ich habe viel zu viel am Anfang verloren. Das kann ich mir nur vorstellen, weil ich dumm gespielt habe. Aber mit den Soldaten, die ich jetzt habe, komme ich nicht gegen die Sinmen an. Die treffen, meine Soldaten treffen nichts und die Sinmen treffen alle, wo ich in voller Deckung stehe. Ich verstehe es nicht. Also es tut mir leid, aber viel weiter werde ich nicht spielen können. Ich werde bloß wieder Haufen Zeug, Haufen Soldaten verlieren. Und Haufen Missionen. Du kriegst ja auch keine Erfahrung und level nicht auf und nix. Ist ja auch wieder Panik increase und alles. Oh. Such a terrible loss of life. Ja, killed in action für alle. Das ist einfach nur so. Jetzt habe ich meine besten, meine einzigen aufgelevelten verloren. Nee, Leute, also tut mir leid, aber ich werde das wohl hier abbrechen, weil ich komme eh nie mehr sinnvoll in das Spiel rein jetzt. Ich komme da nie mehr sinnvoll rein, das ist einfach nur Quatsch. Wenn ich jetzt hier weitermache, verliere ich eh nur. Es ist nie mehr abzusehen, dass ich hier irgendwas mit diesen Moment Baracken, New Soldiers, mit null Level gegen Gegner ankomme, die sonst was für Level haben. Das klappt nicht. Also, ich müsste ja eigentlich schon einen 5er Squad haben an der Stelle und das habe ich in dem Spiel Fortschritt bei mir nie. Damit ist das Spiel verloren. Tut mir leid.